Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Hero 2, hier bei Heisenberg zockt. So, wir sind wieder bei unserer bewegbaren Brücke. Hier müssen wir noch kurz was machen, denn in den Kommentaren stand, in der Mod-Beschreibung stehe, man solle zu dicht an der Brücke keine Signale haben. Deswegen nehme ich die weg, weil wir haben hier hinten welche und was wir eben auch noch haben, ist hier bei der Brücke selber, dass wir hier auch Signale haben. Man sieht, hier wäre es grün. Sehr schön, gut. Ja, ich finde die klasse. Ich würde gerne die anderen Brücken dann auch noch benutzen, logischerweise. Wir haben ja noch zwei, drei, die irgendwie ähnlich sind. Ich weiß nicht, wie sie genau funktionieren. Das würde ich mir dann auch noch ansehen. Aber jetzt machen wir zuerst Folgendes. Wir gucken, wo wir nochmal mit der Nahrung hin wollten. Und danach, wenn wir das haben, also wir müssen ja nicht gucken, wo wir hin wollten. Wir wissen es, nämlich nach Spahl. Hier oben haben wir schon den Bahnhof gemacht. Genau, hier mit dem Güterzuggleis. Hier wollen wir hin. Das werden wir jetzt machen, wenn ich jetzt das Ding wieder finde, hier unten. Und danach gibt es eine Schnellzugstrecke. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht ICE-Strecke, weil ihr habt geschrieben, da habt ihr auch nicht Unrecht. Macht doch mal eine andere Schnellzugstrecke, nicht immer ICE. Wir gucken, was wir an Zügen haben, dann werden wir die nutzen. Auf alle Fälle gibt es eine Strecke, die dann einfach konstant die 300 bedient. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen, am ehesten diese beiden Gleise. Kommen wir hier unten durch, ich fürchte nein, das würde heißen, wir werden hier wahrscheinlich noch mal kurz. Was machen wir? Wir machen einen Güterzug. Ja, da reichen 160 km/h. Doch, das geht. Wenn ich zuerst ein bisschen in die Richtung düse, was ich mit Freude mache, dann kommen wir hier auch unten durch. Machen wir gleich die Weiche. Oder auch nicht. Doch, in die Richtung geht's. Sehr gut. Und in die Richtung geht's auch. So, und jetzt schwingen wir zurück. Nach hier hinten. Und ja, irgendwie hier am Berg entlang würde ich gerne. Vielleicht auch noch irgendwo ein Städtchen mitnehmen, wo wir durchfahren mit den Gleisen. Also mit den Zügen dann, mit den Gleisen nicht. Den Gleisen fahren wir nicht. Ja, die wollen Nahrung, die kriegen sie. Genau, die kriegen sie ja von den Heisenberg Zockt und Hans Dampf LKWs. Sehr schön. Gut. Wir sind hier stehen geblieben. Ich mache, zack, hier die Straße weg. Ziehe das hier hoch und ziehe das tatsächlich mit der Mod mit. Jawohl. So, dass wir hier die Doppelgleise gleich haben. Da ein bisschen hier so geschwungen. Ich würde, wie gesagt, eigentlich ganz gerne hier so ein bisschen in den Bergkamm rein. Sagt man dem so? Irgendwie so hier oben. Ja, genau. Dass wir nicht allzu eben sind, sondern hier sogar den Berg ein bisschen mitnehmen. Dann gibt es aber hier einen Tunnel. Und das möchte ich genau nicht. Das wollte ich eigentlich genau verhindern. Deswegen nehmen wir das nochmal kurz weg. So, bauen das ein bisschen eher so. Dann gibt es ja sogar eine Brücke. Damit kann ich leben. Wir nehmen aber eine, wir nehmen eine normale, würde ich sagen. Eine Güterzugbrücke. Ja, dieses Weiß passt gut zum Fels. Haben wir da das Doppelgleis? Nein, das klappt nicht. Jetzt muss ich es aber wieder deaktivieren. Sonst haben wir wieder drei Gleise. Deaktiviert habe ich es, jawohl. Zack, gleich wieder reinhängen. Ja, okay, da gibt es wieder einen Tunnel. Das muss ich anders machen. So gäbe es keines. Ja, ist doch auch okay. Dafür gibt es dann hier wahrscheinlich eine Brücke. Jawohl, jetzt möchte ich aber wieder runter. Wieso hin geht die Brücke? Bis hierhin. Ja, können wir machen. Sieht doch eigentlich cool aus. Wo ist das Städtchen, wo wir hin wollten? Da ist die Kaserne. Da oben. Also allzu weit ist es nicht mehr. Was machen wir hier für eine Brücke? Nochmal irgendwie so güterzugmäßig. In schickem Grün, dann ist es fast ein bisschen getarnt hier durch den Wald. Okay, wieder kein zweites Gleis, das war klar. Das wieder deaktivieren. Hier hinziehen. Zack, und gleich wieder aktivieren. Und weiter in die Richtung. Nochmal gucken. Ja, so ein bisschen in die Richtung mache ich das. Zweites Gleis haben wir, da muss man immer gucken, dass der Anschluss stimmt, sonst fehlt dann dort ein Gleis. Wir haben bereits eine Straße demoliert, die werden wir dann natürlich auch wieder hinhängen. Ja, plopp, plopp. Sind da LKWs von uns unterwegs? Jawohl. Mach kurz Pause, sonst kriegen die den Drehwurm, man kennt's. So, Kurve. Und jetzt haben wir ein bisschen das Problem, ganz klar, wenn hier noch Gleise raus sollen, dann können wir mit dem Gleis jetzt nicht einfach dort rein. Das heißt, ich würde hier wahrscheinlich eine Brücke machen. Oder eine Unterführung. Lass uns mal gucken, wenn ich das so mache. Dort müssen wir hin. Und jetzt noch ein bisschen mit N. Ja, dann haben wir das Tunnel. Ich möchte hier einen Tunnel. Anders geht's nicht. Sonst kommen wir wirklich mit den Gleisen hier nicht mehr aus dem Bahnhof raus. Und das ist ja auch nicht, was wir wollen. Machen wir mal so ein schickes, cooles
Portal. Zweigleisig ist es auch schon. Und hier vorne stimmt dann natürlich das Gleis nicht. Nehmen wir weg und gucken, ob wir hier eine Weiche hinkriegen. Jawohl. Passt. Gut, hätten wir bereits. Wir nehmen Signale. Rechts hätte ich gerne. Das sind wieder die Linken. Hier sind die Rechten. Einmal hier. Sieht das hier halbwegs vernünftig aus? Jawohl, ist einfach dieses Portal. Das Vanilla-Teil. Das habe ich eigentlich auch ganz gerne ab und zu. Muss ja nicht immer jetzt ein gemoddetes sein. So, die Fehlermeldung haben wir natürlich auch noch. Das wissen wir. Das liegt an der Straße, die wir gekappt haben. Die wird gleich entkappt, beziehungsweise die kriegen gleich irgendwie eine Brücke oder auch eine Unterführung. Wir gucken mal, was da am ehesten Sinn macht. Das ist wieder eine Strecke, da können wir mehrere Züge raufsetzen. Oh, genau, bei der anderen Strecke. Mit dieser speziellen Brücke, da hieß es noch, mach ein paar Fahrzeuge weniger, damit das dort nicht rumbackt. Oh, hier fehlt ein Gleis, seht ihr das? Apropos, das ist zwar kein Bug, das ist halt tatsächlich einfach... wenn man die Mod aktiviert hat, dass es dann nicht richtig zusammengesetzt wird teilweise. Das ist aber kein Bug, da muss man halt selber ein bisschen aufpassen. So, hier noch. Ja, nee, da vorne ist die Weiche, dann machen wir das hier. Das Teil machen wir hier. Machen eine neue Linie. Von diesem Güterbahnhof hier rauf. Machen wir die Doppel-1, zack, dann haben wir wieder ein realistisches Bild. Hier in den Güterbahnhof, wo man sieht, das funktioniert. Und es funktioniert auch zweigleisig. Und das wäre dann hier für das Städtchen Spahl. Ja, Nahrungsmittel. Und zwar mit dem Zug. Das heißt, ich schreibe nichts hin. Zack. Das mache ich ja nur, wenn wir LKWs nutzen. Würde passen. Apropos LKWs, die kommen dann hier natürlich auch noch. Jetzt würde ich aber zuerst die Straßen schnell machen. Die Straße hier, die habe ich jetzt natürlich umsonst gekappt. Das wäre gar nicht nötig gewesen. Aber ich war mir nicht sicher, wie ich es mache. Deswegen erstmal die Straße weg. Das kann ja auch nicht schaden. So, ist eine Überlandstraße. Und zwar nicht die, sondern... mir fällt gerade ein, irgendjemand hat geschrieben, macht den hässlichen Hugel weg. Leute, wenn ihr sowas schreibt, danke dafür. Das mache ich gerne, aber da müsstet ihr schreiben, welchen. Weil, ich kann jetzt nicht die ganze Map nach irgendwelchen Hugeln abgucken oder absuchen. Und das Problem ist natürlich auch ein bisschen... Moment, jetzt muss ich erst das hier machen. Das Problem ist tatsächlich auch ein bisschen... Ich mache das mit Kurve. Wie soll ich sagen? Ja, irgendwas wollte ich jetzt gerade noch sagen. Wenn ich jetzt noch wüsste, kann nicht so wichtig gewesen sein. Irgendwas wegen dem Hugel. Ja eben, ich müsste halt wissen, wo der Hugel ist, damit ich den Hugel wegmachen kann. Also, die Straße haben sie. Und hier vorne haben wir, glaube ich, auch nochmal was gekappt. Jawohl, das wäre hier gewesen. Irgendwie so eine Bogenbrücke nochmal. Hätte doch was. Die Straße. Mal gucken, wie das aussieht. Ja. Ich würde die glatt nochmal ohne Pfeiler machen. Ich kann mir nicht helfen. Mir gefällt das. Ich finde das einfach extrem stylisch. Ja, anders kann ich es gar nicht sagen. Gut. Haben wir. Eigentlich haben wir alles. Das würde heißen, wir können zum Zugkauf kommen. Sehr schön. Und für den Zugkauf, da bräuchten wir ein Depot. Das werden wir aber doch mit Sicherheit irgendwo haben. Ja, guck mal, ein Depot ist gut. Dieses Wunderbare vom Chinesen, genau. Das geht hier rein und wir wollen... Muss ich gucken? Ja, da rein. Ja gut, das können wir machen mit einer Weiche, das ist ja kein Ding. Schnappen uns nochmal ein Gleischen. Zack, dich. Jawohl. Und düsen hier so rüber. Man sieht schon, das funktioniert überhaupt nicht, aber so geht's. Ja, es ist ja nur eine Depotausfahrt. Das würde ich tatsächlich so machen. Oder wir machen es anders. Das geht hier rein und geht dann hier so rüber, da rein. Okay, das sieht irgendwie interessant aus, mir gefällt das so. Jo, nehmen wir, dann sind wir eigentlich auf unserer Strecke und wir könnten hier eigentlich aussuchen, welches Depot. Ich nehme mal, na, wenn ich es erwische, dieses Äußere, das haben wir mit Sicherheit. Dann richtig, was nehmen wir für einen Zug? Ist es eine lange Strecke? Es ist eine ordentliche Strecke, würde ich sagen. Diesel oder elektrisch. Ich würde elektrisch nehmen. Irgendwas Schönes, was wir noch nicht haben. Zum Beispiel sowas. RE456. Ja, was ist das hier? Gutenburg. Aha, kenne ich nicht. Finde ich eine schöne Lok. Ich nehme die. War die hier oben? Jawohl. Hinzufügen. Dann Cargowagen, die Lebensmittel transportieren. Auch gerne Wagen, die wir jetzt nicht schon fünfmal haben. Wie sieht es mit denen hier aus? 120 würde passen, Lebensmittel auch, nehmen wir die. Gefällt mir, so in Rot, das passt sogar zur Lokomotive.
So, natürlich hier ein bisschen abgewechselt das Ganze. Da haben wir noch weiße. Ach, und hier haben wir die Transportivernetteil. Die haben wir schon auch schon mal verwendet, definitiv. So, noch ein Teil, 130 Meter. Ich finde, das dürfen noch ein paar Wagen mehr sein. Die Bahnhöfe sind auch lang. Das sind dann 200 Meter. Und davon gerne 6 Stück. Und so kommen wir hier relativ schnell. Zack. Auf viele Züge. Dass wir hier tatsächlich auch ein bisschen was sehen. So, wir stellen wieder ein. Und gucken. Hier stelle ich dann noch Züge auf. Das mache ich, glaube ich, heute nach der Folge dann. Dass wir hier ein bisschen irgendwie noch ein paar Züge haben, damit das noch was aussieht hier. Oh, was natürlich fehlt, ist hier, wo wir doch gerade beim Thema hier sind. Die Signale, die hätte ich ganz gerne noch. Was ist das hier? Was Italienisches? Warum auch nicht? Wohin kommst du nicht? Du bist da auf der falschen Seite, stelle ich gerade fest. Das hier wäre richtig. Mal einmal hier. Dann können die schon mal rauskommen. Wo sind eigentlich meine Zwergsignale? Da. Die hätte ich auch noch gerne. Und zwar einmal hier und einmal hier. Und dann hätte ich gerne noch hier vorne vor der Einfahrt eins. So, einfach damit wir die haben. Weil jetzt kommt nämlich schon der Zug raus. Hallöchen, Kollege. Die Lok ist vielleicht fast ein bisschen, ja, zu wenig hoch für die Wagen. Aber, ja, sieht trotzdem nett aus. Während unten unser Cargo-Zug, der die Getreide hierher liefert, unterwegs ist. Ja, schön, weitere Güterzüge. Das kann natürlich nie schaden. Wunderbar. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein und fahren mit. Ja, Führerstand. Das sind die ganzen Kameras, die da drin verbaut sind. Und hier ist tatsächlich unsere Standard-Mitfahrkamera auch schon drin. Ja, dann können wir das ja mal so machen. Weil der Führerstand ist halt wieder, wir können es ja nochmal zeigen. Aha, das ist dann hinten raus. Ja, wobei, der geht eigentlich auch. Also, ich finde, das ist eigentlich eine relativ coole Perspektive. Das ist halt, ja, es ist halt Führerstandsmitfahrt. Definitiv. Das Problem, da habe ich dann eher... Oh, ist die von Seamo die Lok? Das sieht fast danach aus. Scheibenwischer, ahoi. Dass wir nicht die ganze Lokomotive sehen. Beziehungsweise eben auch nicht den ganzen Zug. Ich werde deswegen nochmal kurz wechseln. Dass wir hier das ganze Gerät haben. Ja, sehr schön. Höre ich da noch weitere Züge irgendwo? Nee, das ist einfach unser einer Zug, der gerade wirklich schön ein bisschen Geräusche macht. Moment, ich wollte noch kurz auf die Wagen rauf. Ja, das ist eigentlich auch eine coole Perspektive. Wir fahren mal so mit, bis wir im Ziel sind. Und danach, ja, da waren wir noch die LKWs in Spal, weil ohne LKWs funktioniert das Ganze nicht. Und danach gehen wir natürlich dann relativ zügig dazu über, die Schnellzugstrecke zu bauen. So, schnell hießen, Entschuldigung. Dann könnt ihr jetzt mal die Fahrt genießen, ohne dass ich die ganze Zeit labere. So, jetzt. Nase wieder frei, sehr gut. Und die grüne Brücke, die haben wir bereits passiert. Da könnten wir noch mal kurz uns drehen. Ein bisschen schade, dass wir jetzt den ersten Zug genommen haben, weil dann kommt uns natürlich keiner entgegen. Das Problem kennen wir. Aber ja, die sehen wir dann auch noch. Es sind ja alles die gleichen Züge, von daher muss man sich den hier einfach vervielfältigt vorstellen. Dann hat man ja auch die ganze Armada. So, und LKW ist dann da oben. Da würde ich sagen, da machen wir eher kleine LKWs. Das ist ein kleines Städtchen, das ist Spal. Und auch hier schnell gebaut und die Fahrt, die dauert dann definitiv doch auch wieder ein Momentchen länger. Aber da vorne geht es, glaube ich, bereits ins Tunnel rein. Na ja, gucken. Ja, es geht zumindest runter. Tunnel haben wir nur eins, dachte ich. Von daher müsste das eh der Bereich sein, der dann in den Bahnhof reinführt. Ja, so langsam habe ich es mit der Steuerung dann doch raus. Ganz langsam. Ja, da sind wir in der Oberleitung drin. Nochmal runter. Jetzt passt's. Das ist schon besser so, wenn wir das mit dem Tunnel machen. Wie gesagt, sonst wenn die Gleise dort überall noch kreuzen, das gefällt mir nicht. Und dann müsste dieser Zug, den wir hier haben, einfach ewig lange warten. Bis er dann irgendwann mal hier in sein Gütergleis reinkommt.
Ist ja auch nicht die Idee. Im Moment haben wir hier noch keine Gleise. Das wird sich aber ändern. Kann es sein, dass dort was fliegt? Irgendwie das sieht oder das sah gerade ein bisschen so aus, als hätten wir dort... Dort fehlt was. Oh, da öffnen sich sogar die Wagen. Sehr cool. Hier hinten. Oder wird das nur nicht dargestellt? Nein, guck mal. Hier, da haben wir die Platzhalter. Wie schade ist das denn? Was fehlt denn hier? Ich weiß es gar nicht. Das gehört wahrscheinlich zu der Brücke. Wenn ich hier den Bagger nehme... Kann ich das noch abreißen? Nein, muss ich anders machen. Ich muss konfigurieren. Ja, da fehlen überall Sachen. Weiß da jemand, was das ist? Ich nehme das wieder weg. Das ist zwar wirklich sehr schön, aber wenn wir natürlich da im Prinzip so eine Art Fehlermeldung schon fast haben. So, jetzt stimmt's wieder. Jetzt haben wir einfach wieder diese Perrons, diese Plattform. Schade. Also wenn jemand weiß, was dort fehlt, weil ich habe im Prinzip die ganze Mod geladen. Also von daher müsste das eigentlich schon funktionieren. Naja gut, wir haben es jetzt gesehen. Hier hinten, die Teile, die stimmen. Nee, guck mal, da fehlt auch was. Der Unterbau fehlt. Bei diesen Sachen. Das sind hier einfach die Platzhalter, falls etwas fehlt. Früher wäre das Spiel abgestürzt. Ja, muss ich auch nochmal kurz ändern. Und nochmal Bagger. Zum Glück kann man es relativ easy entfernen, so wie es aussieht. Jetzt habe ich die Gleise kaputt gemacht. Das war ja nicht gar nicht. Und ich möchte nicht den ganzen Bahnhof abreißen. Ich möchte dich weghaben. Jawohl. Ich weiß gerade nicht, was ich hier genau abreiße, weil das ist, man sieht es, sehr tricky, um da ranzukommen. Okay, ist wahrscheinlich auch von der Programmierung her nicht ganz einfach, dass man sowas dann plötzlich mittendrin wieder abreißt. Aber ich kann ja auch nichts dafür. Ich habe die Mod geladen. Ich finde es merkwürdig, dass hier irgendwas fehlt. So, was habe ich jetzt gekappt? Ein Gleis. Das könnt ihr zurückhaben. Gleis. Einmal hier. Und einmal hier. So, und dann ist der Bahnhof wieder komplett. Gut. Ja, schade. Wie gesagt, wenn ihr wisst, was dort fehlt, gerne in die Kommentare schreiben. Dann werde ich das entsprechend noch installieren. Wir brauchen eine städtische Straße. Denn wir brauchen hier einen Anschluss für die LKWs. Ich ziehe den mal nicht weiter. Ich mache hier so ein Dingens. Ihr werdet es gleich sehen. So ein Kringel. Irgendwie so. Und hätte dann gerne hier drin irgendwie die LKW-Station, wenn das geht. Habe ich die Kurve aktiviert? Jawohl. Jo, passt. Sehr gut. So, den Kringel haben wir. Wir brauchen eine LKW-Station. Cargo. Und eben irgendwas, was in ihrer Form hier reinpasst. Mal gucken. Ja, wenn ich dich drehe. Ja, passt sogar. Sehr schön. Mal gucken, wohin genau. Sagen wir mal hier. Zack, haben wir auch. Sehr gut. Haben wir hier ein Depot? Wir haben noch keine Busse hier. Wir haben immer noch ein paar Städte, wo die Busse fehlen. Da müssen wir dann auch noch gucken, dass wir das machen. Weil sonst wachsen natürlich die Städte auch nicht. Die Emission habe ich jetzt mal abgestellt mit dieser No-Emission-Mod oder wie das Ding heißt. Das heißt, das hindert die Städte jetzt nicht mehr am Wachstum, dass hier zum Beispiel eben eine Güterzuglinie durchführt. Güterzug ist gut. Guck mal, wer hier unterwegs ist. Kollege Panzer. Der Zug, der Panzer befördert. Jawohl, der fährt hier durch Städtchen durch. Das haben wir ja extra so gebaut, weil es einfach cool ist. Vielleicht dann mal irgendwann noch ein paar Schallschutzwände, weil so ideal für die Bevölkerung ist das natürlich doch nicht. Gut, wir brauchen ein Straßendepot. Da haben wir auch diverse schöne Sachen. Nehmen wir das mal wieder. Das haben wir, glaube ich, gerade letztens schon mal verwendet. Aber mir gefällt das Teil eigentlich relativ gut. Das kriege ich sogar schön hier rein. Zack, passt. Dann, ich habe gesagt, kleine LKWs. Wir schauen mal, was wir alles im Angebot haben. Wir hätten natürlich auch die Möglichkeit, statt LKWs zum Beispiel irgendwie mal sowas zu nehmen. Oder irgendwie sowas, Dienstfahrzeug. Wäre auch cool. Guck mal, Lebensmittel transportieren sie. Ja, wisst ihr was, wir nehmen die mal. Machen die lalülala, ein Störungsdienst? Die machen mit Sicherheit lalülala. Ich nehme die mal. Kaufen. Kaufen. Straßendienst, Verkehrsaufsicht. Ja, nochmal ein Straßendienst. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir wieder überall lalülala haben und dem nicht mehr entkommen. Nein, das ist die falsche Strecke. Ach, ich habe die Linie da noch nicht. Okay, aber das Depot haben wir. Ja gut, wir bräuchten hier natürlich sowieso zuerst noch so ein LKW-Teil. Bevor wir da eine Linie machen können. Also für in die Stadt, meine ich. Da hätte ich wieder gerne mir ein kleines Dingens hier. Ach, das ist eh nicht allzu weit. Okay, wenn wir das hier abliefern.
Dann hätten wir den Bereich abgedeckt. Machen wir die hier hin. Gut, dann hätten wir eine neue Linie von hier rauf. Das wäre dann tatsächlich Spal. Und dann eben LKW. Und dann machen wir da Food, einfach weil es kürzer ist. Dann das Depot hatten wir hier hinten. Jetzt bin ich gespannt, wie das aussieht, wenn die hier rauskommen. Hör schon Lalü. Ja, die machen nicht Lalü. Da hinten blinkt es aber. Cool, ja, das ist natürlich schon schön, wenn man eben tatsächlich auch mit denen arbeiten kann und nicht immer LKWs hat, weil das ist halt teilweise einfach zu klein. Von der Stadt her finde ich, dass hier riesen LKWs rumfahren müssen. Der gefällt mir hier aber schon gut mit seiner Beleuchtung. Die Verkehrsaufsicht. Ja, Kameras haben wir nicht. Nett. Machen wir mal wieder Dinge, Straßen von San Francisco. War das, glaube ich, wo der Anfang doch so war? Wo sie durch die Stadt durchdüsen mit Blaulicht. Oder gibt es eigentlich noch eine deutsche Serie, die auch irgendwie so begonnen hat, wo man wirklich so in der Stellung war und so durch die Stadt durchfuhr. Und dann poppte halt vorne natürlich entsprechend der Name der Sendung auf. Kann mich nicht mehr erinnern, weiß nicht mehr, was es war. Aber cool, so fahre ich gerne mit. Das macht natürlich Spaß. Da oben haben wir noch eine schöne Olmer Bratwurst, natürlich ohne Senf, um Gottes Willen. Cheminée. Ja, schön. Gut. Gehen wir raus. Wir haben neue Fahrzeuge hier auf der Anlage. Sehr gut. Und guck mal, wer hier auch noch lang möchte. Die Militärfahrzeuge. Kann es sein, dass ihr eure Route geändert habt, weil es hier eine Straße gegeben hat? Das kann natürlich sein. Dann fahren sie jetzt hier durch. Ich glaube, ursprünglich fuhren sie mal hier oben durch. Das könnte man ändern, indem man den Wegpunkt setzt. Aber die können ja auch hier durch. Das ist ja auch kein Drama. Gut, also das würde passen. Dann hätte Spal hier auch seine Lebensmittel mit Zug und Bahn. Und wir kommen jetzt zum Thema Schnellzugstrecke. Jetzt muss ich mal gucken, von wo nach wo macht das am meisten Sinn. Zum Beispiel, dass wir in Putzbrunn starten und quer rüber gehen. Wie wir das dann genau machen, sehen wir. Und quer rüber wäre hier, ach ja, schau mal einer an, Oberböser. Unser gutes, altes, kleines Oberböser. Ja, das machen wir. Also, dann starten wir vielleicht sogar in Oberböser. Jetzt, was wollen wir aus dem Städtchen am Schluss im Prinzip machen? Weil eigentlich wäre das ein kleines, ja, Bergstädtchen. Ich würde sagen, wir machen ja keinen Riesenbahnhof. Allerdings, wenn wir natürlich jetzt mit dem Schnellzug anfangen, machen wir hier irgendwie so einen schlanken Bahnhof hin. Ja, ich weiß schon, was ich mache. Moment. Oder ich gucke nochmal schnell, was haben wir denn im Angebot? Ihn hier. Der würde halt schon passen. Das ist für mich tatsächlich irgendwie so ein bisschen zumindest ein Bahnhof, wie wir ihn eben in Oberböser brauchen. Nochmal gucken, wo ist er? Da. Kann ich da was konfigurieren? Zwei Gleise. Wir können den sogar länger machen. Wir können den aber dann nicht modifizieren wahrscheinlich. Das wird nicht gehen mit weiteren Gleisen. Das ist nicht der ICE oder beziehungsweise Schnellzugbahnhof für mich. Das möchte ich ja anders haben. Wir machen hier einen kleinen hin. Ich kann den ja schon mal machen. So, das ist der Bahnhof Oberböser, gerne auch mit zwei Gleisen. Und der steht, und der andere steht dann daneben. Der steht, sagen wir, hier. Dann gehen wir hier noch ein bisschen durch die Stadt durch mit den Gleisen. Ich drehe dich mal. Wenn wir es so machen, können wir nicht mehr ausbauen. Das finde ich keine gute Idee. Dann machen wir den so rum und ziehen die Straße entsprechend lang. So, das wäre er hier. Und jetzt gibt es als Kollegen nebenan einen Kopfbahnhof. Ja, machen wir mit zwei Gleisen und den machen wir aber wirklich relativ lang. Oder wie lang muss so ein Bahnhof sein? Nee, so lang sind diese Züge eigentlich eh nicht. Also von daher. Gekrümmte Bahnhöfe, das stand auch noch in den Kommentaren. Die werde ich auch noch machen. Da müssen wir aber erst die gekrümmten Bahnhöfe dann haben. Oder sieht das irgendwie merkwürdig aus? Also ich habe die, ich muss die aktivieren, so meine ich es. Das sieht irgendwie schon ein bisschen, er ist zu lang. Ja, so würde mir besser gefallen. So, hier rangekoppelt. Ich koppel den mal hier ran. Dann haben wir 320 Meter. Ich glaube, viel länger sind diese Schnellzüge tatsächlich nicht. Und sonst stehen sie halt ein bisschen über das Gleis raus. Und in die Richtung? Ja, definitiv in die Richtung. Ich mach dich mal. So, ist doch eine interessante Kombination hier aus diesem alten Bahnhof und hier dem neuen. Die Häuser dort, das ist klar, die haben sie nach dem Prinzip Hoffnung gebaut. Die Hoffnung, die wird jetzt hier... Oh, wir nehmen die hier.
feste Fahrbahn. Genau, wir nehmen die hier, diese Schnellzuggleise. Ich glaube, die lassen sogar 330 zu. Genau. Ja, das müssen wir aber anders machen. Wir kappen das hier. Zack, tut mir leid, liebe Superböser. Keine Angst, ist weg. Wir haben gerade noch ein Autosave. Deswegen haben wir es noch. Sobald Autosave vorbei ist, der Autosave. Ja, haben wir hier freie Bahn. So, das geht hier raus und das macht es eben zweigleisig. Ach, jetzt haben sie echt schon wieder. Das geht ja zügig. Machen wir Pause, damit wir hier in Ruhe mit den Gleisen rauskommen. Dann dürft ihr gerne wieder bauen, liebe Oberbüsianer. Ist ja nicht verboten. Ach, habe ich hier noch aktiviert gehabt? Schau an. Jetzt haben wir wieder drei Gleise. Ich schaffe es immer wieder. So, das kommt wieder weg. Und die Straße, die geben wir euch noch schnell zurück. Die hier, städtisch, genau. Ja, gerne so. Mit Bahnübergang. Perfekt. Und da kommt hier der Schnellzug dann angebraust und der düst hier raus, so wie wir es jetzt haben. Und die Gleise, wisst ihr was, die nehmen wir auch gleich mit. Da machen wir aber 160er Gleise draus. Zumindest solange das hier durch die Stadt durchgeht. Jawohl. Hier machen wir gleich noch die Weiche. Was wir haben, das haben wir. Ja, oder auch nicht. Doch, in die Richtung geht's wieder. Und hier machen wir die Weiche dann später. Gut, liebe Freunde, das ist der Startschuss zu unserer Schnellzugstrecke. Von Oberböser aus einmal quer rüber. Da hinten noch mit dem Gedenkhügel für Oberböser. Da müssen wir auch mal gucken. Vielleicht noch eine S-Bahn. Genau, mach doch eine S-Bahn hier rauf. Nein, ich meinte die Seilbahn. Die haben wir ja auch noch. Und ich muss jetzt dran denken, dass ich noch die gekrümmten Bahnhöfe natürlich dann entsprechend aktiviere. Gut, da haben wir einen Zug. Guck mal, wie schön ist das denn? Ich kann euch sagen, was das ist. Nämlich, das sind nochmal die Panzerzüge. Die fahren hier ja an Oberböser vorbei. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.